Die Gedanken sind frei. Wer kann erraten? Die fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen mit Pulver, mit Blei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sieht ein, vergnügliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Zeit, sie die Gedanken sind frei. Heute ist der 3. Oktober, der Tag der Wahrheit. Und wir zelebrieren hier öffentlich mit euch den Tag der Wahrheit. Kopfschütteln werden künftige Historiker feststellen, wenn denn Geschichtsschreiberlinge überlebt haben, dass die Gesellschaften des ausgehenden 2. und zum Beginn des 3. Jahrtausends die Verschuldung ihrer florierenden Wirtschaften bis zum Zusammenbruch steigerten. Zugunsten weniger Gewinner wurden große Gruppen in den Gesellschaften vom Erfolg ausgeschlossen. Ganze Staaten wurden durch ein ausbeuterisches System des Welthandels zerstört. Doch auch die vermeintlichen Sieger zerbrachen an der ungerechten Verteilung der angehäuften Reichtümer. Spannend, aber sicherlich grausam wäre es zu wissen, wie diese Hochphase der menschlichen Zivilisation endete. Werden künftige Naturforscher, die vielleicht überlebt haben, der hemmungslosen Ausbeutung der lebensnotwendigen Güter, wie sauberes Wasser oder reine Luft, den Untergang zuschreiben? Werden Sie feststellen, dass die Erwärmung der Atmosphäre, die Unfruchtbarkeit der Ackerböden und die Plünderung der Meere große Teile der Menschen dahinraffte? Werden kommende Generationen von einem finalen Krieg erzählen, der mit Atomwaffen geführt wurde, im Irrglauben, die angehofften Reichtümer vor der Vernichtung zu bewahren? Oder wird von einem schrittweisen Niedergang die Rede sein, in dessen Verlauf immer mehr Regionen in Bürgerkriegen versanken, in denen sich Banden und Paramilitärs, Drogenkartelle und Mafia bekriegten? Dies dürften die wahrscheinlichsten Szenarien sein, in denen ein großartiges, aber größenwahnsinniges Kapitel Menschheitsgeschichte zu Ende ging. Wir alle nehmen die Verschärfung der Widersprüche wahr, ob bei den unlösbaren Umweltproblemen, einem Welthandel, der immer mehr Menschen in die Armut treibt, zunehmender Gewalt oder der Bedrohung durch Krankheiten und der Ausbreitung von Seuchen. Wir spüren die Ausweglosigkeit. Wir fühlen, dass die Suche nach einem Superstar, die Beobachtung von Menschen in einem Container oder die endlosen Talkrunden nur unsere Angst vor der Zukunft vernebeln sollen. Doch all diesen endzeitlichen Kriegssymptomen zum Trotz finden sich kaum Menschen, die über einen Weg aus der zerstörerischen Spirale nachdenken. Und wir denken darüber nach. Jeden Montag, die Montagsmahnwache, um 18.30 Uhr vor dem Parlament. Tschüss. Heute ist der Tag der Wahrheit, der 3. Oktober. Und wir von der Montagsmahnwache Wien, wir zelebrieren diesen Tag mit euch hier öffentlich.
Wussten Sie, dass es psychologisch gesehen egal ist, wie wütend man auf eine Person ist? Man vergibt wichtigen und persönlichen Menschen am Ende immer. Wussten Sie, dass Neuseeland 70% der Energie aus erneuerbarer Energie gewinnt? Wussten Sie, dass Algen weltweit am meisten Sauerstoff produzieren? Wussten Sie, dass wenn wir sterben, unser Tastsinn und unser Augenlicht als erstes verschwindet, unsere Fähigkeit, etwas zu hören, verschwindet aber als letztes? Wussten Sie, dass jedes Mal, wenn wir etwas lernen, sich die Struktur unseres Gehirns verändert? Wussten Sie, dass Seepferdchen jeden Morgen während der Schwangerschaft miteinander kuscheln? Wussten Sie, dass die Milch von Nilpferden rosarot ist? Und wussten Sie, dass wenn man in der Nacht am Bauch schläft, es einen warm hält? Wussten Sie, dass sich Arno Grün, dem Autor des Buches Der Fremde in dir, für die Möglichkeit halte, unsere Gesellschaft zu befrieden? Ich lese vor, ich zitiere aus seinem Buch. Ob Völkermorde, Folter oder die alltägliche Erniedrigung von Kindern durch ihre Eltern. Eines haben all diese Beispiele für Gewalt und Hass gemeinsam. Das Gefühl der Abscheu vor dem anderen, dem Fremden. Die Täter stufen sich selbst als Menschen ein, doch das Gegenüber verdient diese Bezeichnung nicht. Der andere wird zum Unmenschen degradiert. Es ist, als würde man sich durch diesen Vorgang selbst reinigen. Indem man andere abtut und sie peinigt, befreit man sich vom Verdacht des Beschmutztseins. Das Reinsein oder Beschmutztsein wird so zum Merkmal, was den Menschen vom Nichtmenschen unterscheidet. Dabei verlagert sich die Wahrnehmung auf eine abstrakte Ebene. Der andere wird nicht mehr in seiner individuellen Menschlichkeit gesehen. Er ist nur noch Bestandteil einer Gruppe. Seine konkreten Gefühle, Einstellungen und Verhaltensweisen verschwinden aus dem Blickfeld. Stattdessen wird seine Persönlichkeit auf eine einzige Eigenschaft reduziert: die Zugehörigkeit zur Gruppe. Diese Abstrahierung macht ein empathisches Erleben des anderen unmöglich. Empathie ist eine grundsätzliche Fähigkeit aller Lebewesen. Sie ist die Schranke zur Unmenschlichkeit und der Kern unseres Menschseins, also auch Kern dessen, was unser eigenes ist. Wenn aber dieses eigene verachtet und als nicht zu uns gehörig abgespalten werden muss, kann sich auch die Empathie nicht frei entwickeln. Unsere Fähigkeiten, mit anderen mitzufühlen, verfügbar, der Prozess, durch den das eigene so fremd wird, verhindert so, dass Menschen sich menschliche Begegnungen, Anteilnahme, Einfühlungsvermögen und gegenseitigen Verständnis. Und so wird die Abstraktion zur Basis unserer Beziehungen. Die Anfänge dieser Entfremdung liegen in der Kindheit. Das wird nirgendwo deutlicher als in einem Satz, den Hitler 1934 bei einer Rede vor der NS-Frauenschaft formulierte: Jedes Kind ist eine Schlacht. Damit drückte er in erschreckend klarer Weise aus, was in westlichen Kulturen auch heute noch auch oft als unumstößliche Wahrheit angesehen wird. Dass es eine natürliche Feindschaft zwischen Säuglingen und Eltern gibt.
dem Kampf der sogenannten Sozialisation muss das Kind dazu gebracht werden, sich den Willen der Eltern zu unterwerfen und daran gehindert werden, seinen eigenen Bedürfnissen und Genüssen nachzugehen. Der Konflikt ist unvermeidlich und er muss zum Wohle des Kindes durch die Beharrlichkeit der Eltern gelöst werden. Chamberlains kritische Darstellung der offiziellen Erziehungsmethode des Dritten Reichs in Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, veranschaulicht deren pathologischen Effekte. Leider beschreibt sie damit aber auch eine Ideologie, die, wenn auch in verhüllter Form, typisch für alle sogenannten großen Zivilisationen ist. Diese besagt, die Natur der Beziehungen zwischen Kindern und Eltern ist die eines Machtkampfes, in dem verhindert werden soll, dass sich der unreife Wille des Kindes durchsetzt. Verschleiert wird dabei aber, dass es nicht um ein Zivilisieren, sondern um die Festschreibung von Herrschaft geht. Die so geartete Sozialisation des Kindes soll dafür Sorge tragen, dass die Motivation zum Gehorsam gegenüber den Mächtigen tief in der menschlichen Seele verankert wird. Das geht aber nur, indem man Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle, die dem Kind eigen sind, zum Schweigen bringt.